Hm? Seid ihr der Schmied? Hm. Ja, gut. Hm? Der hat nicht viel zu sagen. Was ist mit ihm? Ja, der hätte immer noch ein Eisendolch für uns, was etwas eleganter wäre. Oder einfach ein Übungsschwert für ihn hier. Ah ne, brauchen wir gerade eigentlich nichts. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Seelenfell erst. Weil sie auch hier das Monument hat. Also erstmal den einzigen Seelenfels hier in Dianon belegen, damit ihr reden. Beim Seelenfluss. Die Rune zieht wieder? Was sind das nur für Zeiten? Ich muss Eloni erreichen, Leutnant Fell. Ich würde euch nicht hindern, doch der Pfad dorthin wird von Goblin-Horden kontrolliert. Wir mussten die Torfeste nach Eloni aufgeben und haben sie verschlossen. Gibt es einen Weg, sie wieder zu öffnen? Dazu müsste ich einige meiner Leute mit euch zum Portal schicken. Nur sie können das Tor entriegeln. Aber solange Snarf und seine Bande die Gegend hier unsicher machen, kann ich keinen einzigen Mann entbehren. Kann ich euch bei diesem Problem helfen? Nur zu! Bringt diesen Bastard zur Strecke! Snarf ist ein großer, hässlicher Goblin. Sein Lager liegt ein Stück westlich von hier. Geht an den drei Wachen vorbei und haltet euch dann rechts. Aber vielleicht solltet ihr euch zuerst Verstärkung an dem Monument hier hinter mir herbeirufen, Krieger. Snarf ist gefährlich. Wenn ihr ihn besiegt habt, bringt mir seinen rostigen Dolch als Beweis. Ja, sollte machbar sein. Also rufen wir mal unseren Hero. Und ja, da ist Orta, der auch noch eine Händlerin dabei hat. Die Rune befiehlt. Unverzüglich. Und ja, da ist Snarf. Da sind ein paar Goblins da unten. Und da unten sind die Räuber mit einem Banditenanführer. Ja, erst die Banditen töten, dann zurückziehen. Du verkaufst allerhand Zauber. Du? Seid gegrüßt. Mögen die Wächter euch schützen und euch allzeit mit bester Gesundheit und vollem Geldbeutel segnen. Wo wir gerade davon sprechen, wir haben hier ein ausgesucht feines Sortiment von Waren. Wenn ihr vielleicht mal einen Blick darauf werfen wollt. Ja, recht gefährlich hier für einen Händler. Recht gefährlich hier für einen Händler, findet ihr nicht? Brennigans Goblin-Gesindel, dieses elende Lumpenpack. Das war mal ein ruhiges Fleckchen, von hier bis hinauf zum Wildlandpass. Doch jetzt möchte man fast glauben, es sei wieder Krieg. Schlecht fürs Geschäft, für wahr. Aber sie sollen ruhig kommen. Ich mag ein altes Wrack sein, aber mein Schwertarm ist noch immer schnell genug für diesen Abschaum. Wer den Krieg gesehen hat, den schrecken ein paar Grünhäute nicht ab, was? Ja. Gut, mehr hat er nicht zu sagen. Schnell! Dann schnappen wir uns erstmal unsere ganze Truppe. Und los! Bevor wir uns um Snart kümmern. Oh, ach ja, der Fischer. Folgt mir! Erst mit dem Fischer reden. Zu Befehl! Unverzüglich! Also ja, du kannst hier unten bleiben. Oh, Kampf haben wir auf 110. Wahrscheinlich, weil die Keule recht schnell ist. Ja, die Goblins da oben ignorieren wir erstmal. Welch eigentümlicher Besuch. Seid gegrüßt. Man nennt mich Tyrgar Brennan. Ihr seid Fischer? Das wäre ich, wenn diese elenden Goblins mir nicht alles wegfangen würden. So bin ich zum Netzeflicken degradiert. Kein guter Fang heute. Kein guter Fang heute? Wie ich schon sagte, die Goblins sind schuld. Dreckiges Pack. Sie fischen drüben vom Nordufer alles weg. Und ich kann Sundar nicht beliefern. Dabei wartet er schon seit Tagen auf eine Ladung Fisch. Könnt ihr mir bei der Sache nicht behilflich sein?
Erschlagt dieses grünhäutige Pack und bringt mir ihre Beute. Ihr seht aus wie jemand, dem so etwas Freude bereiten dürfte. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja. Neue Quest. Also gucken wir mal ins Questlog. Kleine Fische. Türger, ein Fischer in Lian und schuldet Sunder noch eine Lieferung Fisch. Zu seinem Ärgernis fischen allerdings die Goblins den See leer. Die Goblins müssen verschwinden und die gestohlenen Fische zu Türger gebracht werden. Ja, die Goblinfischer halten sich am gegenüberliegenden Ufer auf, direkt bei der nördlichen Brücke aus Lian und heraus. Weit im Norden wird es schnell gefährlich, es ist also Vorsicht geboten. Auf mein Zeichen! Okay. Sofort! Durch das Tor kommen wir erstmal nicht. Das ist verschlossen. Auch wenn die Goblins dahinter außer Klingzock da oben, den wir ja von hier unten aus schon sehen konnten, auch nicht auf so mein Kommando. Sind. Wohin des Wegs, Bürger? Ja, schrei noch lauter. Was liegt im Norden hinter diesem Tor? Was liegt im Norden hinter diesem Tor? Dort oben haust Burgle mit seinen Goblins. Einer von Brannigans Unterführern, der sich dort verschanzt hat. Auf seine Bekanntschaft legt ihr keinen Wert, glaubt mir. Ja. Mir nach. Vorwärts. Das heißt, durch das Tor kommen wir nicht durch. Hier bei der Hütte ist niemand. Ja, das Tor ist verschlossen. Ein roter Steinschlüssel könnte es öffnen. Haben wir jedoch nicht. Folgt mir. Vorwärts. Sofort. Hier haben wir nur Grauwölfe, die allerdings friedlich zu sein scheinen. Auf mein Kommando. Mir nach. Diese schwere Truhe ist auf magischem Weg mit Bändern versiegelt worden. Ein rostiges Schloss befindet sich an der Vorderseite. Den kleinen rostigen Schlüssel verwenden, den wir gefunden haben. Als der kleine rostige Schlüssel das Schloss aufschließt, springen die Bänder von der Truhe ab und sie kann nun geöffnet werden. Ja, Augengläser eines Zwerges, Instrument eines Zahnbrechers und Lianorner Fruchtbrand und ein grünes Juwel. Folgt mir! Ja, Zauberwerk. Nein, Zwergendienste? Nein. Bringt die Zangen zu Senno. Bringt die gestohlenen Zangen und Pinzetten zu Senno, dem Zahnbrecher nach Graufurt zurück. Schnell! Mhm. Vorwärts! Jetzt aber erstmal hier Goblins verprügeln, vor allem Goblin Fischräuber. Und los! Für den Orden! Was wünscht ihr? Alles klar! Vorwärts, Krieger! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Oh, wir kriegen sogar Hilfe von einem der Schwertkämpfer. Auf mein Zeichen! So, die sind sofort! Down. Für die Freiheit! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So, der Fischräuber ist Level 2. Stehe bereit! Zu euren Diensten! Auf mein Kommando! Und los! In die Schlacht! Schließt die Reihen! Ja, Sack mit Fischen. Bereit! Und los! Die Fische der Goblins sollten zu Türga gebracht werden. Sofort! Schnell! Können wir dann auch machen. Können uns aber noch auf erst hier umgucken. Was es hier noch so gibt. Außer einer Truhe. Hier auf jeden Fall einen Weg hoch zu einer weiteren. Zu einem weiteren Tor. Mir nach! Vorwärts! Was hast du zu sagen? Vorsicht! Geht nicht zu nah an die Mine heran! Welche Mine? Was ist dort? Welche Mine? Was ist dort? Ein Schemen ist aus den alten Schächten aufgestiegen und streift seitdem dort umher. Einige haben schon versucht, ihn zu vertreiben. Ohne Erfolg? Ja, sie gingen alle in den Tod, starben unter der rostigen Klinge des Geistes. Er tötet alles, was in seine Nähe kommt. Verstehe. Nun, vielleicht kann ich euch helfen. Leutnant Fell verlangt das Schwert der Erscheinung als Beweis dafür, dass die Gefahr gebannt wurde. Solltet ihr den Geist bezwingen können, bringt es zu mir. Jo. Wohin führt dieser Weg? Nach Schiel, ins Land des Hauses Utran. Die Torfeste ist allerdings verschlossen. Warum?
In Shiel herrscht Krieg. Brannigans Horden haben das Land fast komplett überrannt. Sie haben bereits das Portal in Shiel besetzt. Die utranischen Wachen lassen niemanden mehr durch, solange das Portal auf der anderen Seite nicht sicher ist. Ist vernünftig. Glaubt ihr, ich kann den Geist bezwingen? Glaubt ihr, ich kann den Geist bezwingen? Wenn ich euch so ansehe, vielleicht seid ihr noch ein wenig zu unerfahren für eine solche Begegnung. Das würde ein schlimmes Ende nehmen. Gut. Das heißt, wir speichern hier lieber mal. Let's play. Auf mein Vorwärts. Kommando. Folgt mir. Der Geist ist nämlich Level 5. Auf mein Sofort. Zeichen. Mir nach. Das heißt, wir könnten ihn gerade so down kriegen, wenn auch etwas... Für den Orden! Haltet durch, Männer! Ja. Wir machen ihm gerade genug Schaden. Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Gut, da ist das Schwert, ein Ring des Kriegers und Dornschildzauber. Bereit! Folgt mir! Vorwärts! Der Geist in der Mine. Besiegt den Geist in der Mine. Bock braucht Hilfe, um ein Gespenst bei den alten Minen im Osten von Irland zu vertreiben. Besiegt den Geist. Bringt das alte Schwert, welches der Geist bei sich hatte, zu Bock. Auf ja, meinen Befehl! Mir. Vorwärts! Sofort! Beschlagener Ringpanzer. Mhm. Das wäre jetzt mal eine neue Rüstung für uns. Meine Rüstungsklasse 16 zu 12. Kostet uns allerdings aus 5 Lebenspunkte. Und du kannst den beschlagenen Lederwams haben, dadurch kriegst du mehr Lebenspunkte. Sehr gut. Ja, und das würde unseren Bogen... Auf mein Zeichen! Schnell! Nur klauen. Mir nach! Da gehen wir jetzt noch zu dem Ultran-Landsknecht, geben die Quest ab. Also irgendwas der Landsknecht zu sagen hat, gehen die Quest Sofort. Ab. Und wenn wir dann wieder in der Mitte des Dorfes sind, speichern wir nochmal, weil es Zeit wird für einen Cut. Und los! Sofort! Und los! Die Rune ruft? Und ja, für ihn hätte ich gern bessere Waffen als die zwei Knüppel. Bleib zurück! In Shiel wird gekämpft! Das Portal auf der anderen Seite ist in der Hand des Gegners! Ihr könnt nicht passieren! Es ist zu eurem eigenen Schutz! Okay. Bereit! Und los! Folgt mir! Das heißt, wieder hierher zurück. Und ja, hier sehen wir übrigens das Elementarmeer und hier normales Wasser. Sieht schon ein bisschen unterschiedlich aus. Oder wenn wir uns hier das Wasser ansehen. Während hier das Elementarmeer ein bisschen aussieht, als ob es noch brodeln würde. Grüße! Ja. Der Geist ist besiegt. Der Geist ist besiegt. Habt ihr das Schwert? Hier ist es. Danke. Ihr habt einem Soldaten einen großen Dienst erwiesen. Hier, bitte, nehmt. Das ist alles, was ich euch geben kann. Gut, kennt ihr diesen Ring? Kennt ihr diesen Ring, Soldat? Er sieht alt aus. Woher habt ihr ihn? Er blieb zurück, als ich den Geist erschlug. Seltsame Zeichen darauf. Geht am besten zu Orta Gelbbart, dem Händler. Er sammelt allerlei kurioses Zeug. Vielleicht kennt er sich damit aus. Seine Hütte befindet sich westlich der Stadt, am Weg nach Eloni.
Okay. Bereit. Folgt mir. Ja. Zwei Sofort. Silber, 50 Kupfer. Und ja, es wird irgendwie nie richtig konvertiert, das Geld. Ja, viel mehr haben wir jetzt nicht erhalten. Gut. Das heißt, wir speichern hier. Wir schreiben das Let's Play. Und dann gibt es jetzt erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.